Zu wem soll man jetzt helfen? Gut, ich halte ihn fest. Ich halte mich da raus. Ja, verdächtig ist er schon. Ich weiß nicht. Gut, ich halte ihn fest. Ne. Schaut mich besser an. Wir halten ihn fest. Ich halte ihn fest. Du hältst höchstens deinen Schniedel fest. So, da, Kopf weg. Manfred down. Ich hoffe, das war kein falscher Fehler. Durchsuchen wir ihn. Vielleicht hatte er Dokumente oder eine Nachricht bei sich. Mach das alleine. Danke für deine Hilfe. Ein nilfgaardischer Spion weniger. Nimm dies. Es dürfte nützlich sein. Ja, ich habe so das Gefühl, das war jetzt zumindest nicht verkehrt, was ich hier gemacht habe. Können wir den looten? Er hat sicher was Interessantes dabei gehabt. Ja, das ist aber sehr spaßhaft. Ne? Okay, den Auftrag haben wir erledigt. Wo ist unser Blödsinn? Weiter geht's. War ein kurzer Auftrag. Komm, Blödsinn. Los, aber Vollgas. Da ist auch schon wieder was. So, was ist hier los? Noch einer. Los, lauf mit den anderen nach Hause. Herr, habt doch Gnade. Wir können nirgendwo hin. Für uns heißt es Novigrad oder der Tod. Jetzt reicht's mir aber mit euch. Schiebt ab, sonst lasse ich euch aufspießen. Lasst sie durch. Das geht gar nicht, dass die aufgehalten werden. Sie sind verzweifelt. Lass sie durch. Ich sehe nicht, was daran schlimm sein soll. Verdammt nochmal, wie oft muss ich es wiederholen? Ich habe Befehl, jeden abzuweisen, der keinen Passierschein hat. So, Täuschung, Stufe 2. Okay, das haben wir nicht. Lass sie passieren, wenn du weißt, was für dich gut ist. Ja, sollen wir zahlen? Auch noch? Na gut, machen wir mal. Der König ist weit weg und deine Bezahlung ist gewiss lausig. Meinst du nicht, dass wir uns einigen können? Du meinst, du willst einen Einmalpassierschein kaufen? Genau. Ah, es ist was anderes. Ihr könnt euch... Ich hätte mir auch die Fresse polieren können, aber ich weiß nicht, wie stark die sind. Es sind ja mehrere Wachen. Danke. Wir können nirgends mehr hin. Novigrad, das ist eine Chance auf ein neues Leben. Bleibt von den Straßen weg, sonst lauft ihr in die nächste Patrouille. Das soll uns nicht nochmal passieren. Wir werden vorsichtig sein wie Hasen auf offenem Felde. Aber du bist doch ein anderes Kaliber als wir. Eher wie der Held, der im Grab in den Buckelhügeln liegt. Das Grab befindet sich in einer Höhle in den Hügeln. Die Leute sagen, dass darin unglaubliche Schätze liegen. Vielleicht ist ja was für dich dabei. Danke für die Hilfe. Viel Glück. Das hört sich echt interessant an. Ich hab so das Gefühl, ich krieg einen Auftrag. Blödsinn, komm her. Ja, aber wo? Eine Markierung wäre auch nett. So, weiter geht's hier. Hallo. Hey, du siehst blass aus. Auch keine Zwiebeln im Öl. Schauen, dass uns da nicht wieder was dazwischen kommt. Jo, läuft. Wir reiten dem Ziel näher. Rüber da. Da holen wir uns ein paar Aufträge ab. Oh. Sehr, sehr viele Soldaten. Das gefällt mir jetzt nicht unbedingt. Geht mal beiseite da, Jungs. So, ich gehe hier mal ab. Und wir holen uns hier schöne Aufträge. Einen Schnellreisepunkt haben wir. Jawohl. So, was haben wir hier alles? Tagesgericht. Bekanntmachung. Okay. Kellnerin gesucht. Ne, bin ich jetzt nicht. Hochzeitskapelle. Küchenhilfe gesucht. Zimmer zu vermieten. Okay, also Infos habe ich gekriegt, aber keinen neuen Auftrag. Das stört mich zwar jetzt nicht, aber ich dachte, wir bringen einen schönen neuen Auftrag. So, egal. Hallo Bauer. Elendes Aas. Ups. Boah, ich gehe auch schon wieder fast. Hallo. Hier, Bedienung. Willkommen bei Zu den sieben Katzen, der ja, glücklichsten Taverne in der Stadt. Wie man so sagt, sogar die Kater nach unserem Wein bringen. Oh, Kartenspiel, jawohl, aber zuerst schau mal, was du hast. Was gibt es heute im Menü? Karten, jawohl. So, was haben wir da? Die nehmen wir. Wir kaufen eh alle, aber ich guck nur. Weil ich möchte die alle sammeln. Ja, auch die, die wir am Anfang nicht gekauft haben, nehme ich.
Dann machen wir uns ein schönes Deck. Jo, sieht gut aus. Was ist das da? Wasserflasche. Pfeffer, okay. Jo, abgeben kann ich da nichts. Das nehmen die nicht. Was ist das da? Beilkopf. Was kann ich abgeben? Altes Fell kann ich abgeben. Das Fläschchen kann ich abgeben. Das Hasenfell kann ich abgeben. Pergament. Das können wir auch abgeben. Rehhaut geben wir ab 5. Das gibt gut Kohle. Ziegenhaut geben wir ab. Das gibt auch gut Kohle. So, das behalten wir. Oh, davon haben wir eh nichts, was hier nötig. Okay. Howdy. So, dann werden wir bis bald ins Menü gehen. Schauen wir mal, ob irgendwas dann nützlich ist. Wie schaut's aus mit meinen Schwert? Ja, das sind ja gut, das passt. Kann man das nicht irgendwie verwenden? 5% Chance auf Betäuben, das ist geil. Umfassung einsetzen. Das werde ich mal benutzen. 2% Angriffskraft. Oh ja. Jetzt machen wir jetzt unsere Dinger da extra stark. Schade, dass ihr da so wenige habt, ne? Das ist ein bisschen ungut. Was wollte ich jetzt? Was wollte ich jetzt? Schauen wir mal, ob wir was zusammenbrauen können. Okay, eine Waffenschmiede. Alchemie. Boah, wir haben schon viele Schemen. So. Haben wir zwei so Dinger. Okay. Großes blaues Mutagen. Oh. Was haben wir hier? Können wir mit irgendwas herstellen? Ich gucke, aber nein. Können wir nicht. So, was wollte ich? Karten spielen. Aber wir wollten noch vorher das Kartenset da ein bisschen anschauen. Die auf jeden Fall, die Finte, die ist gut. Da können wir ruhig drei haben. Je mehr, desto besser. Ich sag's ganz direkt. Ja. So. Da drüben kommt auch noch die Finte dazu. Die beiden auf jeden Fall hier. So, der nächste. Die Finte hier ebenso. Langsam kriege ich hier einen vernünftigen Satz zusammen. Es dauert zwar, aber es geht. Du gehst mit. Du, du und du. Jo. Und hier gibt es nichts Neues. Gut, passt. Wir gehen raus. Und wo ist mein Spielpartner? Nicht schon wieder. Da vorne ist er. So wird denn. Mal schauen, was die kann. Willkommen bei Zu den Sieben Katzen, der glücklichsten Taverne in der Stadt. Wie man so sagt, sogar die Karte nach unserem Wein. Eine Runde gewinnt. Wir setzen gleich 10. Ich will mit dir Karten spielen. Wind, genauer gesagt. So, jetzt bin ich schon gespannt. Das ist ein neuer Gegner. Wie sie sich schlägt. Ne? Muss ich schauen, was die kann. Der Gegner beginnt. So, was können wir hier machen? Nee, auf keinen Fall. Spion ist sehr gut. Wow, die Karte ist auch super hier. Die stärkste da drüben Blatt machen die auch. Ich werde das dann nur wechseln. So, was haben wir jetzt gekriegt? Ich glaube sie da. Also. Ich möchte gerne schauen, was die kann. So, die spielt das aus. So, was kann die? Entferne durch klirrende Kälteströme im Ring und seine Nebel hervorgerufen eine Wetteffekte. Okay, das heißt, die hat praktisch das da integriert. Das ist ganz schlecht. So, wir holen uns mal Karten zurück. Aber das ist nicht so schlimm, weil ich hab's eh nicht. Das ist super, weil dann nehme ich das hier. Jawohl, die zwei haben wir auch. Die klaut das, so eine Sau. Ah, das ist jetzt aber schlecht. Das ist schlecht. Gut, wir gehen's an hier. Gleich unsere Spitzenkarten raus. Ah, der nimmt jetzt diesen Spion hier. Das ist natürlich kacke. Ich glaube, der hat nur mehr oder sie hat nur mehr. Da müssen wir jetzt aufpassen, dass wir nicht auf den Latz kriegen. Wir hauen gleich unser Zeug hier raus. Ach, scheiße! Wow, das hat sie gut gemacht. Das muss ich jetzt zugeben. Fuck. Wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist scheiße. Das haut mir jetzt ein bisschen zurück, auch ehrlich gesagt. Gut, dann werden wir hier den Nahkampf nur investieren und dann verdoppeln. Weil irgendwie muss ich das da hier kriegen. So, ich locke ihm jetzt sein Special raus. Ich denke, er wird es nehmen jetzt. Vermute ich mal. Nee, nimmt er nicht, aber er gibt mir nur einen Spion. Gut, das ist scheiße, aber ja.
Wir werden den Nahkampf hier jetzt pushen. Super, ich habe den dann noch. Das heißt, den Spion, den hole ich mir auch. Boah, wie viele Spione hat denn der noch? Aber weißt du was, du Klugscheißer? Das kann ich auch. So. Der Gegner passt. Ich habe 18 und er hat 2. Das ist schon mal super. Passt. Gut. Wir passen. Die Runde haben wir im Sack. Ich habe nur einen Spion. Das heißt, zwei Karten kriege ich noch. Dann steht es 10. 10 eigentlich. Oder 7, 9. So. So, ich bin im Zug. Ich hole mir dann mal zwei Karten. Jo, ich krieg Regen. Ah, das ist jetzt nicht so der Traum. Das da, glaube ich, haben wir noch gekriegt. Jo. Wir spielen dann auch auf Fernkampf. Okay, Nebel. Aber gut, das tut dem genauso weh. Also sehr gescheit, muss ich sagen. Ne? Was kann ich noch machen? Ich weiß es nicht so recht. Wir nehmen hier... Nein, den nehmen wir nicht. Zuerst die Sechser. Locken ihn ein bisschen raus hier. Er muss sowieso gewinnen, sonst hat er verloren. So, jetzt holt er eine extra Karte. Nicht die. Ja, ey, das ist gescheit. Gut, er kann das dann wegmachen mit dem Nebel. Das ist auch blöd. Wir nehmen das hier. Mehr Artillerie. Ja, die kann ich jetzt überhaupt nicht verwenden. Das ist kacke. Die Artillerie werden wir verdoppeln. Jawohl. Das hat natürlich Sinn. So, das macht aber der auch. So, wer hat jetzt mehr? Jetzt schau mal. 16, 26, 28. Und ich habe 18. Dasselbe, 28. Scheiße. Okay. Gut, taktisch gesehen werden wir jetzt das benutzen. Ich locke ihm jetzt das raus hier. Ja, er benutzt es. Haben wir schon gedacht. Okay. Gut. Dann die Geheimwaffe. Jetzt wird es aber kritisch. Oh, scheiße. Ich glaube, ich muss den gewinnen lassen. Wir schaffen das nicht. Wir müssen passen. Scheiße. Jo, 7 habe ich. Er hat dummerweise 4 Karten. Ich habe nur das da. Shit, shit, shit. Ich weiß nicht, ob wir das noch schaffen. Ich glaube nicht. Nee, nee, nee. Das ist zu viel. Er hat sicher irgendeine gute Karte. Und er hat 3. Also, dass er jetzt... Ja, der wird nicht schlagen. Scheiße. Ah, es ist ärgerlich, Leute. Es ist ärgerlich. Ja, ich kann nichts mehr machen. Ich muss das auch spielen. Mehr habe ich nicht. Ja, das haben wir leider schlecht gemacht. Ja, ja, passt. Er hat die schon gewonnen. Und sie hat gewonnen. Also, muss ich zugeben, die hat mich geschlagen. Wir probieren es auf jeden Fall nochmal. Das geht nämlich gar nicht. Das ist eine Unverschämtheit. Aber gut gespielt, Fräulein. Gut gespielt. Wir werden hier spulen. Gut gespielt, das muss man zugeben. Ich will mit dir Karten spielen. So, aber jetzt dreht deine Arsch. Jetzt bin ich pisst. Aber richtig pisst. So, alle Karten, Kartensatz. Jo, das passt. Zweimal klirrende Kälte, das weiß ich auch nicht. Das reicht doch auch einmal irgendwie. Da geht man einmal. Und starten. Schauen wir mal, was wir kriegen. Spion, den werde ich wechseln hier. Das ist eine schlechte Karte. Allgemein könnte es besser sein. Wir wechseln den. Gut, und wir wechseln das. Oh, da habe ich Regen gekriegt. Eieieiei. Das ist jetzt nicht so günstig für mich. Ah, der haut mir schon den ersten Spion rein. Aber egal, den nehme ich mal und haue ihn dann in die Fresse. Das kann ich auch, das Spiel. So, hoffentlich kriege ich nur ein paar von denen. Ja, genau. Und ich nehme mal die ganzen Spione dann raus. Jawohl, Leute. So geht es. Diese Karten sind Gold wert. Weil dann nimmt man die Spione und dann kriegt man auch mehr Karten. So haut das hin. So, Dankeschön. Den kriege ich jetzt.
Ich überlege, ob ich ihm die erste Runde einfach gewinnen lasse, weil ich habe dann vielleicht mehr Karten, nämlich. Ja, der gibt jetzt sicher Vollstoff hier. So. Ich könnte ihn aber nur ein bisschen segieren. Mit dem komme ich jetzt nicht weit. Ich segiere ihn, werde Nebelbräu ihn. Oder schon probieren wir es. Ich nehme jetzt Nebel. So, dann hat er nur mehr 11 Punkte. Was ist das da? Ja, gut, er löst es wieder auf. Er hat es genommen, das finde ich auch super. So, mit was könnte man jetzt machen? 8, das reicht nicht. Wir machen aber nur ein bisschen weiter. Bei 18 ist es nicht so viel. Was könnte ich denn dann nehmen? Ich überlege gerade, Leute. Wir nehmen den 5er. Nahkampf. Wenn er da was reingibt, nehme ich den 7er und löse ihm das auf. Der Gegner passt. Okay, gut. Das können wir dann locker schaffen. Der Gegner passt. Ja, das kommt mir jetzt aber an. Warte mal, dann nehmen wir natürlich die Bogenschützen hier. Ja, dann kann ich das extra hier benutzen. Und wir nehmen, wie viel haben wir? 11. Ich brauche 8, brauche ich. Das ist der da. Gut, dann nehmen wir den und dann haben wir genug. 19. Die Runde geht an mich. Einen kriege ich. Das habe ich auch noch. Wenn er mir einen Spion gibt, haue ich ihn retour. Jawohl, ich habe einen Spion gekriegt. Nice one. So können wir arbeiten. Das zahle ich der Tussi jetzt heim. So, bitteschön, Spion. 2 Karten für mich. Jawohl, die ist gut. Die, boah, lass ich mal so stehen. Oder die haben wir gekriegt. Ja. Gut. Ich überlege. Wir setzen viel auf Nahkampf jetzt. Zur Not nehme ich nämlich das da. Jawohl, er macht auch Nahkampf. Da kann ich die beiden Karten hier gleich mal vernichten. Jawohl, weg damit. Tschüss. So, jetzt haben wir einen schönen Vorteil. Die Karte kann ich mir nochmal holen. Die kann ich nicht auflösen. Das ist eine gute Karte. Wir machen mehr Nahkampf. Er muss jetzt gewinnen, weil sonst habe ich gewonnen. Gut. Er macht Artillerie. Das werde ich ihm jetzt verhunzen. Jawohl, noch mehr Artillerie. Er kann aber sein, dass er es weggibt dann, ne? Wir machen jetzt Fernkampf. Sieht gut aus, Leute. Kann sein, dass es nur weggibt. Hier kann er nichts mehr machen. Ich werde jetzt brutal sein. So, jetzt bin ich neugierig, was er macht. Wenn er irgendwas macht, nehme ich das hier. Ja, der hat nur mehr Artillerie. Ich glaube, das ist jetzt super gemacht von mir, dieser Regen, ey. Also, wenn der das jetzt nicht hat, die Karte, dann hat er keine Chance mehr. Gut, er macht mal Nebel, aber das ist zum Überleben. Da kann er nichts mehr machen. So, wir machen das hier rein. Und ich nehme mir... Ach, scheiße, wir haben eh gewonnen. Alten! Ich habe sie geschlagen! Jawohl, Leute! Juhu! Nice one! So! Eine schöne Karte kriegen wir. Jawohl. So, jetzt schauen wir, was das für eine Karte ist. Weil irgendwo muss ja die sein. Was war denn das für eine Karte, was ich gekriegt habe? Ist die hier irgendwo? Ja, die hier wahrscheinlich. Den nehmen wir noch. Jo, die war das. Ist okay, ist gespeichert. So, weiter geht's. Da raus. Hoppala, jetzt bin ich da vorbeigerannt. So, das haben wir. Und wir schauen auf die Karte. So, jetzt gehen wir Richtung Ziel und nehmen diese beiden Dinger damit. Ne? Hoffentlich lassen die uns da rüber jetzt in die Stadt. Das wäre sonst blöd. Blödsinn, du bleibst hier. Ich kann aber auch rüberschwimmen eigentlich. Ne? Aber wir gehen oben. Ein anständiger Mensch, ohne dass wir uns anschleichen. So, wenn er deppert wird, dann gehe ich unten. Naja, lässt mich. Passt. Überall Wachen hier. Hier sollten wir nicht rumeiern. Da sollten wir uns friedlich verhalten hier. Was ist das hier? Die kochen irgendwas.
Schöne große Stadt. Wir sollen hier weiter. Ob du mir wohl in einer wichtigen Sache helfen könntest? Auftrag. Ja, gerne doch, gerne. Oh ja, da. Gesto. Geht mir drauf. So Leute, wir machen einen schönen kleinen Cut und sehen uns dann im nächsten Part. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi Let's Play. Tschüss.